Er hielt uns zum Narren. Oh. Aber manche von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden? So sieht echtes Leid aus. Ich... Was können wir tun? Wir? Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Koste es, was es wolle. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Atreus. Lassen wir ihn. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Stimmt, er hat immer Blut und Schmuddel und Schmutz an der Klamotte. Und das ist ja Sindri so gar nicht sein Ding. Das kann ich nicht wieder gut machen, oder? Nein, aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe? Das ist nicht, was uns antreibt. Sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Wir müssen zu Freya zurück. Dann gehen wir mal. Zurückkommen. Zehn. Ziehen wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Als wir wieder in Svartalfheim waren. Nach Tere suchen. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Haben Sindri wirklich alles genommen? Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich fehlen hier irgendwie noch Sachen, aber ich habe keinen Plan. Ich habe das schon alles abgesucht gehabt. Naja, auf zum Portal. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von... Naja, so ziemlich allem abzulenken. Ja, eigentlich haben wir noch zwei Sachen, die wir machen könnten, aber da komme ich nicht hin. Und das ist dieser Berserker-Grabstein. Und hier in Muspelheim die Raben. Der eine war, glaube ich, hier und der andere hier. Vielleicht kommen wir da, müssen wir.
Equipment verbessern ist auch erstmal nicht. Gucken wir mal, was die anderen sagen. Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Aber was? Also ist der echte Tyr doch tot. Meister Kratos, junger Meister Atreus, ich bin so erleichtert, euch wohlbehalten zu sehen. Mein unendliches, aufrichtiges Beileid. Ed ist gerade so ein schön... Okay, ich dachte gerade, das ist ein schön warmes Ding im Bett. Ja, Glockenspiel haben wir schon ausgereizt. Mir fehlen die Worte. Ich bin bestürzt über das, was Meister Brock widerfahren ist. Dass so etwas ausgerechnet in meinem Haus seinen Lauf nehmen musste. Ich bin angewidert und bedauere das zutiefst. Geht es Meister Sindri gut? Nein. Aber er ist sicher. Er ist nach Midgard zurückgekehrt. Verstehe. Ich kann mir nur vorstellen, welchen Kummer er empfinden muss. Bitte gebt auf euch beide Acht. Bis zu unserer nächsten Begegnung. Du müsstest mich spoilern. Jetzt hau endlich ab! Ey, dieses Spektraleichhörnchen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir in diese beiden Gebiete noch kommen. Story-Ding. Hoffe ich. Wenn es nicht so ist, dann gerne sagen. Mit ja oder nein. Du bist. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherjar wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies. Guck mal, neue Welt. Wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nivelheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Tröd. Tröte ist eingepackt. Auf nach Muspelheim, den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Ersatzschmieden. Hallo. Ich wollte nur, dass ihr wisst, falls ihr irgendetwas braucht, dann bin ich da. Entweder hier oder in Brocks und Sindris alten Läden. Ich weiß, wir fühlen uns heute alle ziemlich zerrissen. Aber ich brauche die Beschäftigung.
Wurde das mit dem Schreibweisen auch im Spiel, also die Namen unterschiedlich angezeigt oder geschrieben? Warum habe ich Rotznase? Hier fehlen noch zwei Blumen. Ein Berserker. Hehlrisse fehlen mir noch drei. Ein Trauger durch auch noch eins. Ich habe die gar nicht gefunden anscheinend. Ah, okay. Okay. Odins Treffen stand immer ohne. Weißt du, wo wir Sutre finden? Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutre finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! What? Die müssen hart pimpern, damit... Okay, oh, oh, okay. Hoffentlich wächst das schnell ran, das Monsterkind. Entschuldigung. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reichswelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, ich glaube, ich sehe da hinten Suturs Schmiede. Okay, zwei Raben haben wir zu finden hier noch. Ein Feuereichhörnchen. Süß. Sutters Frau. Wo ist sie? In Nibelheim. Glaube ich. Bis wir sind hinuntergehen, können wir vielleicht die Schmiede sehen. Ja, ist ja genauso wie letztes mit dem Infinity Loaf aus dem ersten Teil. Ist halt schon verrückt, was es so für Details und Kleinigkeiten noch so gibt. Die einen halt auch nicht so auf Anhieb auffallen. Achtung! Ja, ich höre den Raben recht. Jung sahen, wie die ganze Wege ging, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Ein noch.
Oh, das war jetzt ein Spoiler. Ja. Das ist aber nicht so wild. Okay, man kann auf jeden Fall weiterspielen, wenn man das Story durch ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Gucken wir mal. Kein direkter Spoiler, okay. Dort, da drüben. Ein bisschen anstrengend. Mein Auge dreht die ganze Zeit. Das soll aufhören. Gleich, links. Das Vieh frisst an dir. Sei vorsichtig. Die Schmiede könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Ich habe eine Vermutung. Das letzte Mal habe ich mir eine gute Übersicht verschafft. Odins Raben, Nordentruhe, Wissen. Eine Metallkarte. Unzerstörbar. Es sein könnte, dass wir die Lava einfrieren können. Und die Kamera auslassen. Wir müssen auf Sutur gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen. Na ja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Diese Kerzenlicht, wie ist das? Kerzenlicht, bisschen romantische Musik oder läuft das bestimmt? Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Okay, Feuer machen. Spiegelpfeile bringen da wohl nichts. Ah, ich habe alle Krüge zerstört. Für was halten sich diese Krüge? Stehen nur herum und tun nichts. Sowas von faul. Leistet einen größeren Beitrag. Krüge. Okay. Offenbar richten Siegelpfeile hier nichts aus.
Okay. Ich bin zu blöd. Na bitte. Ja, war gar nicht so schwer. Gesammelte Zauber. 40 von 50, okay. Krug. Wissen und den letzten Raben. Da vorne. Sei bereit. Atom! Schlecht gespielt gegen den. Gute Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Suchen wir Sutra. Kaputte Tor. Wir müssen nah sein. War das einer von den Fähigkeiten, die ich aus dem Guide hatte? Ich weiß es nicht.
sehe und höre zumindest noch keinen Raben. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Hier ist irgendwo der Rabe dann. Ja. Er ist aber klein. Hallo, Sute. Entweder ist er das nicht oder er ignoriert uns. Komm. Doch, wo ist er? Ah, da war er. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey, das war nicht. Erst kümmern wir uns hier um. Der hat uns geschubst. Raugan, von links. Noch einer? Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Schön, was zu hören. Wie du schon sagtest, wir brauchen ihn. Außerdem auf die vorletzte Stufe. Das andere müssen wir die Heerrisse finden. Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shinmara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen.
Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie da raushalten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Nicht hier. Ja, sag das doch vorher. Jetzt lass mir die Raben töten. Wo gehen wir hin? Zum Weltenfunken. Und das ist der Ort, wo Niflheim und Muspelheim aufeinandertreffen, an dem die ersten Welten entstanden. Ihr werdet da nicht durchkommen. Heißer Typ. Suter? Ich bin's noch. Besser als laufen. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonos-Dinge. Damit... Und mit deinen Klingen und meinem Herz wird alles gut. Ich bin groß. Dinge zerhauen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber wirst du oder das künftige Du wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Am Anfang von allem? Ja. Wie war das so? Laut. Also, hier ist er. Der Weltenfunken. Wow, das ist wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denkt er, dass wir Suttr suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Okay. Einmal Wissen fehlt mir hier noch. Und zwei Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Danke.
Hattet ihr es nicht furchtbar eilig? Schon verrückt, Jörg. Als soll irgendwie mitten durch Space laufen. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Suter. Reicht es, dich mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her. Weißt du, wie lange das dauert? Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Ja, wer sonst? Vater, hilf mir!
Bitte! Ah! Los, Helva! Hat's geklappt? Shooter, bist du da? Ja, ich tatsache nicht. Beim einen Mal bin ich wirklich zu langsam. Vater, hier drüben! Aber coole Siegerpose. Ich bin Ragnarok. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Tal, hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Gehen wir zurück nach Muspelheim. Und dann durch das mystische Tor. Die Beschwörung abgeschlossen. Geklappt. Ich kann's nicht glauben. Ragnarök auf unserer Seite. Suters Plan funktioniert. Ich meine, die Walküren waren ein kleiner Rückschlag. Aber Odin ist jetzt bestimmt beunruhigt. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Das wusste er die ganze Zeit. Er klang gerade ein bisschen wie Spider-Man. Mit diesem Netzgeräusch.
Denk mal drüber nach. Wir werden in Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Groa sah jedoch nicht voraus, was wir im Gegenzug opfern würden. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Es muss. Ragnarök wird stärker. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Wer von Odins Truppen? Die wollen die Arbeit seiner Waldfüßen beenden. Schau über! Linke Seite, Achtung! Da kommen noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Es kommen immer mehr. Blödes TikTok. Boah, 2 Stunden im TikTok versanken. Ich hab's mir abgewöhnt, das so lange zu machen. Schwerter gemacht. Hier hoch, Vater. War echt schwierig. Zurück zum Tor klettern. Ist halt ganz, ganz böse Sucht-App. Aber ich kenne das Problem. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nur so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja, und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. Boah, morgens mache ich das gar nicht. Ich habe TikTok immer aktuell nur noch abends vielleicht mal so kurz. Oder wenn ich mir was zu essen mache. Ein Erdbeben. Wenn das so weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. Aber auch das Wissen wieder nicht gesehen. Und die anderen 2 unbekannten Dinge. Eigentlich hätte ich hier noch so einen Riss erwartet, so einen heißen. Hey, Nerias! Du Wiesbrecht, Daniel! Sei vorsichtig! Von links! Wenn ich morgen TikTok hier angucken, ey, ich würde nie wieder zur Arbeit mit dir kommen. Ich würde es nicht mehr zur Spätschicht pünktlich schaffen dann mehr. Dann wahrscheinlich noch weniger, weil morgens, ich bin halt so ein Typ, ich wache auf, muss los. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Aufstehen, los. Aber teilweise, wenn ich spät, da habe ich ja noch Zeit, mein Handy in die Hand zu nehmen. Das ist dann gefährlich. Meine Mama guckt immer mit, okay. Mann! Warte, die Einherjar werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Ich hätte aber trotzdem gerne das Wissen gefunden. Aber ich will jetzt auch nicht schummeln und nachgucken. Du bist ruhig. Ich meine, du bist immer ruhig, aber diesmal ist es anders. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei.
Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Den Schild zerstören! Das bist du nicht für einer. Der Reiter heilt ihn immer wieder. Mann, sie geben einfach nicht auf. Ragnarök ist hier. Sie wissen, was das für Asgard bedeutet. Okay, das war ganz schön brutal auf einmal. Zum Tor geht's durch den Riss in den Felsen, wenn du bereit bist. Was anderes habe ich auch gerade nicht. Das ist sehr gut versteckt oder ich bin einfach sehr blind. Vater, ich weiß, dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Und er wird immer höher. Er wird es wert sein. Naives Kind. Wie war es? Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Varnir-Trottel ist zu Ende. Und da hätte er dich einfach hier abgestellt? Ragnarök erwartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Möchtest du irgendwas zu Ende bringen? Ich will gerne noch nie für einen. Komm, wir gehen noch mal kurz zu Sindris Haus. Wir haben ja auch einen neuen Stein bekommen, den können wir gar nicht benutzen. Aber zu TikTok, mein TikTok-Feed ist aktuell echt schwach. Ich habe deine Kinder gefunden. Endlich ist meine kleine Familie vollständig. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Die Kleinen werden so schnell groß. Es rührt mich zu Tränen. Wie entwickeln sie sich so? Sie sind kurz davor, mich als ihren Vater zu sehen und nicht als ihre Vorspeise. Ich glaube, ein oder zwei von ihnen können sogar meinen Namen sagen. Oder eher schreien. Es klingt wie... Aber es ist nah dran. Muss schwer sein als Elternteil. Es hat seine Vor- und Nachteile, aber nach einigen Jahrhunderten werden sie ganz bestimmt irgendwann mit mir warm. Keine Eile. Kleine Drachenschritte. Meister Kratos weiß, wovon ich rede. Nein. Er weiß, wovon ich rede. Damit wäre wohl alles gesagt. Gute Reise. Ja. Hey, ich hab da einen Tipp. Geh weg! Hey, ich hab da einen Tipp. Geh weg! Okay. Oh, hey. Ich hatte so ein Gefühl, dass ihr hier vorbeischauen würdet.
Ihr wisst, dass sich alle in Midgard treffen, oder? Ja, dafür fehlt halt ein paar Köpfe zu spalten. Eine Nebenmission für die letzte Frostflamme, genauso hier bei den Chaosklingen. Das nenne ich mal aggressive Messer. Sind die golden jetzt. Die waren eben noch so und jetzt sind sie so. Die werden halt auch immer größer. Der Speer ist dann auch auf. Hat dann seine Final Form erreicht. Dagegen sieht Odins Speer wie ein Zahnstocher aus. Zeit für etwas Magie. Es sind nur noch die beiden Hauptwaffen. Und die Risse fehlen und Dings. Hast du Sindri gesehen? Ja. Er fühlt sich gerade nicht so gut. Aber wer tut das schon? Tut mir leid, Lunda. Ich weiß, du und Brock... Sag mir nur, dass du dir Odin schnappst. Sag mir, dass dieser Bastard nicht damit durchkommt. Was es auch kostet. Wird er nicht. Ganz genau. Und wenn du ihn dabei zufällig durchlöcherst und ein Sieb aus ihm machst, dann wäre ich dir durchaus sehr dankbar. Ja, ich habe zwischendurch Tampons in der Nase gehabt, deswegen war die aus. Und wegen Story-Sequenzen. Aber Hauptgrund waren die Tampons in der Nase. Mein rechtes Auge dreht auch die ganze Zeit, deswegen. Voll nervig. Irgendwie bin ich voll verschleimt, warum auch immer. So, da haben wir jetzt noch was. Und irgendwie Nasennebenhöhlen ausspülen oder keine Ahnung. Kurz reinbohren durch den Wangenknochen. Ich weiß nicht, wie ich das da rauskriegen soll. Ist auf jeden Fall sau nervig. Besser als krank sein, aber trotzdem sau nervig. Alle Raben. Haltet euch von meinen Kindern fern! Habt ihr eine Vorstellung davon, wie lange es gedauert hat, ihren Geist zu etwas Nützlichem zu formen? Welche Mühen es gekostet hat? Welche Hingabe? Wäre ich nicht gewesen, wären diese missratenen Strolche in den Winden des Fimbulwinters umgekommen. Doch stattdessen wurden sie zu etwas Größerem, zu etwas Großartigem. Sie bedeuteten dem Allvater etwas und mir ebenso. Die Rabenwächterin. Genug.